Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go PvP Video in der Hyperliga, die ja aktuell, muss ich sagen, schon ziemlich Spaß macht. Also echt geile Teams unterwegs. Ich habe jetzt einfach mal dieses Team hier am Start, das ich auch irgendwann mal gesehen hatte und auf PvP genau. Und eigentlich statt Sumpex Quajutsu, ich hätte auch eins, aber mir fehlt etliches an Sternstaub leider. Aber ich versuche es dennoch. Hoffe, dass ihr auch eine gute Zeit habt. Wie gesagt, seid mir gerne Bescheid, was ihr so zockt. In dem Sinne, ja, gucken wir einfach mal. Ja, und vom Moveset her ist beim Macho Mai wohl der Gegenstoß empfohlen. Aber ja, ich glaube, wenn ihr jetzt, sag ich mal, nur Steinhagel habt, ist auch in Ordnung. Wir werden es sehen. Aber ja, gegen so einen Giratina oder Cresselia würde so ein Gegenstoß schon schmecken. Hier müssen wir leider den Psycho respektieren. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal schilden. 6. 7, 8. Okay, du baust auf Back-to-Back auf. Mal schauen, vielleicht köderst du dann auch. Aber ja, ist, was ist das hier? Ox ist doppelt Unlicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Teams erraten mich ja nicht so gut. Vielleicht schilde ich auch zweimal rein. Ich glaube, Wechsel könnte vielleicht schon nützlich sein. Okay, wir haben korrekt geschildet hier. Zweiten lassen wir durch. Ist zwar effektiv, aber bist jetzt ziemlich down. Ja, ist in Ordnung. Eins. Oh, direkt rüber hier. Gegner hat, glaube ich, Leck gehabt. Aber nee, hat doch ausgeholt. Obwohl, ja, was mache ich? Sumpex, ne? Ja, ich hätte auch in Sumpex gehen können. Fällt mir gerade auf. Egal. So, ja. Aber das ist auch ziemlich schmackhaft hier. Und ist, glaube ich, sogar besser, weil wenn die Oxys wieder reinkommt. Soll ich da mit Macho? Ich meine, Gegenstoß hat man jetzt nicht so schnell. So. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also viele, beziehungsweise sehr oft Stalos unterwegs. Zu Recht. Also, ja, starkes Teil. Braucht man nichts sagen, ne? So, ja. Lass uns hier noch schön runterfarmen. Wie es sich gehört. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ausreicht. Wenn du vielleicht mit einem KP oder so überlebst, dann okay. Niantic Internet. Schade. Das war ich jetzt bei 4, ne? Ist in Ordnung. Boah, was hast du hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach all in Sumpex. Ich weiß, ich hätte einsetzen können. Oh, nee, ich hätte, glaube ich, einen Gleichstand sogar gewonnen, ne? Boah, wisst ihr was? Ich mache jetzt einen heftigen Farmdown, glaube ich, einfach hier. 2. 3. Ja, ich glaube, ich lasse mich abschwächen. Ich glaube, selbst ein abgeschwächtes Sumpex sollte performen können. Oder hätte ich auch wieder einsetzen sollen? Ich weiß nicht. Also, ich muss doch hier ein bisschen fit werden, aber ist in Ordnung. Oh. 3. Ey, ganz ehrlich. Solange du keinen Ablocker hast, müsste das vielleicht hier gut werden. Aber Ablocker wäre jetzt. Das wäre jetzt richtig eklig. Wir gewinnen die Gleichstellung. Das ist, glaube ich, Ablocker leider. Oder du willst mich halt trollen. Ist halt immer die Frage. Deoxys ist dry. Boah, du schildest hier ein abgeschwächter Aquabitze. Vielleicht dachtest du, das wäre Erdbeben. Ich lasse es durch. Ich muss jetzt einfach hoffen. Boah, okay, das ist heftig. 1, 2, 3. Oh, wir schauen das Erdbeben. Nicht. Ja gut, ich musste zur Sicherheit einsetzen. Hättest potenziell einen Nachthieb einsetzen können. Ist wieder bei 6. Vielleicht können wir dich snipen. Haben wir hier die Attacke? Ja, immerhin. Immerhin, aber ja, du hast jetzt, wie gesagt, in der Verteidigung jetzt ein bisschen hoch. Boah, okay. Das ist jetzt die Sache. Ist das Ablocker? Ich befürchte es, deswegen schilde ich es nicht. Ich hoffe, es ist kein Nachthieb. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Du wolltest das sozusagen, dass ich einsetze. Du hattest den Psycho. Kannst mich jetzt, glaube ich, bei. Ach, runterfarmen, ne? Okay. Wie viel hatte Dings noch? Aber ja, ich glaube, das müsste. Oder überleben wir eine Drachen. Ja, ich denke schon, ne? Boah, das war. Heftiger Kampf, oder? Aber geiles Team vom Gegner. Geiles Team vom Gegner. Heftige Kampfschwäche hinten. Boah, aber Macho gegen Barrikadax, das wäre richtig geil gewesen. Deswegen vielleicht bei Stalos lieber ein Sumpex, ne? Das ist sehr gut, denke ich.
Wir gehen in Macho, denke ich, ne? Boah, Schlaraffel, ja. Setze Body Slams, Bam hier. War ich bei 7-mal Lehmschuss gewesen, ne? Hast, glaube ich, immer bei 4-mal den Body Slam. Setze jetzt im Gleichstand ein. Jawohl, gewinnen wir. Das heißt, ja, das sollte gut aussehen. Das sieht nicht so schlecht aus. Immerhin gegen Viridum sind wir neutral. Dementsprechend werde ich jetzt hier nicht schilden. Und ja, ich glaube, dieser Erfolg gegen Viridium ist eigentlich auch ein Genuss, sag ich mal, solange du keine Steinkante hast. 2, 3, kann ich sogar runterfahren, perfekt. Also, Macho mal. Nicht zu unterschätzen, denke ich. Hätten auch auf den Gegenschuss aufbauen können, aber ja, komm, ich meine, Kreuzhieb ist die, ich glaube, sogar die energieeffizientere Attacke. Deswegen lassen wir es jetzt hier. 2, 3. Ich setze ein, ich weiß nicht sicher, ob ich das noch überlebe. Das läuft ich bei 4-mal Doppelkick insgesamt, ne? Das hast ein bisschen Energie getankt. Ich kann unmöglich in Sumpex, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Deswegen muss ich hoffen, dass hinten irgendwas ist, was ich mit Sumpex besiegen kann. Potenzielle Steinkante, die ich nicht schilden werde. Weil die jetzt auch nicht so krass viel Sanktoklinge, okay. Und noch eine Sanktoklinge. Nee, kann ich nicht schilden. Kann ich beim besten Willen nicht schilden. 1, 2, 3. Reicht eine Flora-Statue? Komm. Dieser Flora, starkes Starter-Pokémon mit starker Attacke. Was ist hinten? Wir wollen es erfahren. Oh ja. 2, 3, 4. Bitte setz zeitnah ein, aber ich denke, du wirst schon einsetzen. Also. Oder krasser Farmdown und dann etliche Breitseiten in das nächste Pokémon wäre auch eklig. Das müssten wir tanken. Du bist dry und dann krasse Sumpex-Action, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Ich heb mir die Energie auf. 2. Ja, sehr gut. Das war wieder ein sehr, sehr guter Kampf. Wieder Glück gehabt vom Matchmaking. Also hier, dass Viridum vorne war und nicht hinten gegen Sumpex. Also wirklich sehr gut. Das ist sehr schlecht. Muss aber ich in Sumpex, ne? Alter, da Tauberus, ja. Boah. Ja, wobei. 4, 5, 6, 7. Ja. Das wird noch eklig, aber. Ja, Tauberus im Lied sieht man ja, glaube ich, auch öfter mal. Guter Schild leider. Wenn er hier eine Haubitze geschildert hätte. 12. Wollen eigentlich nur, dass du einsetzt, sag ich mal. Ja, das Problem ist, du hast ja einen Eishieb gegen Bisaflor. Also das wird noch problematisch hier. Siedewasser. Okay. Boah, ich muss mir bei Cabo nochmal die Counts angucken. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, Eishieb immer bei 6, aber vielleicht dann auch weniger. Ich weiß es nicht. Bis jetzt bei 14 mal Konter. 15, ja. Wahrscheinlich Siedewasser, Eishieb, ne? Weil Eishieb ist schon extrem nützlich gegen Kiratina unter anderem, gegen Dragoran, den man ja hier auch häufig sieht. Gucken, komm, wir lassen mal den Eishieb gewähren, potenziell. Du bist kein Krypto, deswegen passt das erstmal. Jo, das pfeffert. 17, ja, 18, 19. Komm, ich schild mal rein. Ich brauche eigentlich nur Energie, glaube ich. Ich schilde von mir aus auch zweimal rein. Ich brauche eigentlich nur Energie. Okay, schnell rüber. Das ist in Ordnung. Du hast die Sanktoklinge, die ist eine gute Attacke, gebe ich zu. Aber du bist hier reingewechselt, das heißt, du kannst jetzt auch nicht ohne weiteres wieder raus. Wir machen Schaden auf Dauer. 3, 4. Also Macho hat schon seine Daseinsberechtigung hier. Aber das hat leider noch dein Tauboss und ein Schild. Also wahrscheinlich wird das Loss. Aber ich spiele es natürlich aus, ganz klar. Das war clever, was du hier direkt eingesetzt hast. Boah, ich brauche eigentlich nur Energie. Das ist, glaube ich, das Zauberwort hier. Ich setze direkt. Oder ist Kapo? Ja, ich glaube, einsetzen hat keinen Sinn gemacht, ne? Bitte nicht Icy. Okay. Ich muss ködern, ne? Ich muss, glaube ich, ködern. Das weiß der Gegner. Aber was soll ich machen? Ich glaube, du schildest einfach nicht.
Ich bräuchte schon, glaube ich, 3 Matschbomben, ne? Okay. Okay. Ja, ich hab glaube ich, auch keine Schilde mehr. Ich habe eh schon verloren, aber wie viel macht eine Matschbombe? Das ist die große Frage. Nee, okay. Boah, ist jetzt... Obwohl, nee, das sind... Ich habe nicht mal ausgeholt, also weil ich dachte... Ja, egal, ist gewonnen, also... Ja, Taubos ist ein Problem gegen dieses Team. Und ja... Also wie gesagt, Taubos ist ein Problem. Normal habe ich ja gesagt, statt Zumpex Quajutsu, aber dann wäre halt Quabo reingekommen, also wäre noch schlimmer gewesen. Deswegen, ja, ich glaube, Zumpex kann man ja... Okay, das ist eigentlich sehr in Ordnung. Also wir haben eigentlich 3 Antworten gegen dich. Ich setze direkt ein. Obwohl, nee. Ich setze nicht ein, ich warte. Regrock auch ein geiles Ding in der Hyperliga, habe ich gesehen. Also hat auch sehr gute Bewertungen. So. Setzen jetzt ein. Ja, also ich glaube, das solltest du noch tanken, aber es wird extrem wehtun. Jetzt einfach blind in Macho. Schade. Ja, tanken wir das? Ne, ich glaube, das tanken wir leider nicht, ne. Ich habe nicht richtig geguckt, aber das hätten wir nicht getankt. Boah. War sogar mit Windstoß. Was eigentlich sogar am Ende des Tages egal wäre, aber ja. Ich will es nochmal hier betonen. 3, 4. Oh. 2, 3, 4. Oh, das war richtig schlecht getimed. Aber wir haben noch ein bisschen Piece of Floor über. Du wirst ja jetzt extrem viel Energie holen. Was ich natürlich selbstverständlich ja, verstehen kann. Also. Boah, Viridium, Kobalium, ja. Boah, es gibt so viele geile Pokémon. Ich brauche echt Sternstoff. Ich brauche einfach nur Sternstoff. Ich setze natürlich jetzt ein, die Laubklinge. Oder halt Sanktoklinge, Steinkante, ne? Okay, doch Laubklinge. Direkt in dieser Floor. Zwinge ich sozusagen zum Einsetzen. Hoffen jetzt, dass wir jetzt runterfarben können. Aber ich befürchte, dass die Wechseluhr zeitnah rum sein wird. Deswegen, das sieht wieder schlecht aus. Und ja, wir haben es vorhin schon gesehen, Taubos. Ja, das Ding ist halt, du setzt dir so oft ein, dass die Wechseluhr dann zwangsläufig abläuft. Deswegen auch wieder hier GG an den Gegner. Ja, wäre es auch schon. Boah, keine Chance. Ja, ich hätte eigentlich auch rausgekonnt. Ja, Taubos, also muss man schon gewappnet sein. Ich weiß gar nicht genau, was hier der beste Konter ist gegen Taubos, aber ja. Also ein Stalos im Lead ist schon geil. Oder wenn man halt, wie ich, nicht so die XL-Bonbons am Start hat, vielleicht ein Stollos. wäre auch nicht schlecht gegen Glurak. Wäre halt extrem blöd gegen Sumpex, aber ja. Oder ja, genau, oder hier die Kollegen, Kobadium und so weiter. Ich gehe in Sumpex, um was rauszulocken. Okay, ja, immerhin rausgelockt. 6, ja. Ist in Ordnung. Schon wieder Taubos, ey. Jetzt dritte Mal hintereinander. Ja, das Ding scheint doch echt stark zu sein. Oder ich bin einfach nur extrem schwach dagegen. Aber ja, dann Stalos wäre jetzt blöd, ne? Dann hättest du ja Kobalium gehabt. Okay. So. Ja, Sturzflug würde hier schon extrem Sinn machen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Soll ich das schilden? Puh. Das ist die Sache. Okay. Ich glaube, du hättest noch eins gebraucht für den nächsten Sturzflug. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich will das Ding eigentlich nur opfern, aber das sieht schon schlecht aus. Das sieht schon schlecht aus hier. Okay, Drachenklaue, Köder. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Willst du abfangen hier? Ja, war klar. 3, 4. Ja, kleine Vorarbeit, aber du hast so viel Energie. Also selbst mit dem Steinhagel würde das nichts werden. Ich habe nicht mal mitgezählt, genau. Also. Wieder ein heftiges Team.
Aber ja, mal gucken, ne? Nee, das kann nichts werden, aber. Wo ich vielleicht drüben eine Drachenklaue, vielleicht den Bait rieche, aber ja. Du musst ja einsetzen immerhin. Zeitnah. Vielleicht die Sancto-Klinge. Müsste auch ausreichen, also, ja. Steinkante, okay. Ja, ich schilde jetzt einfach hier die Sancto-Klinge. Und ja, wie gesagt, ich könnte Steinhagel haben. Also wir werden auf jeden Fall deine Schilde jetzt ziehen. Aber mehr auch nicht, denke ich. Mehr auch nicht. Ja, leider der effektive Flügelschlag. Ich glaube, du kannst auch einfach hier auf Drachenklaue gehen. Aber ich glaube, da schon so viel Energie, du kannst einfach auf Doppel-Loh und fertig. Das ist die Drachenklaue. Aber ja, ich habe schon verloren. Vielleicht kriegen wir noch einen Gegenstoß raus. Gegenstoß. Okay, mal gucken, ob das schön ist. Aber ja, natürlich, also... Du musst einfach nur schilden, dann hast du schon gewonnen. Deswegen, ja... Team ist, glaube ich, okay. Aber ihr habt es gesehen, also viele Konter am Start. Und habe es wahrscheinlich jetzt auch nicht optimal gespielt. Aber wir haben es mal gesehen. Ist in Ordnung. In dem Sinne, ja, hoffe ich, dass ihr auch einen guten Start in die Hyperliga gehabt habt oder ja, oder noch haben werdet. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.